willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage und Antwort im Kita-Recht. Und wir wollen immer wieder darauf hinweisen, dass natürlich in einem erweiterten Führungszeugnis vor Vertragsunterzeichnung Sachen offenbar werden können, die ein Erzieher oder eine Erzieherin aus dem früheren Leben vielleicht ganz gerne geheim halten möchte. Also, dass man immer bedenkt, wenn man sich vielleicht in eine kleine jugendliche Leichtsinnigkeit begibt. Mögen es Betäubungsmittel sein, mögen es eine kleine Sachbeschädigung sein, mag es ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sein oder ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, dass solche Sachen natürlich in einem erweiterten Führungszeugnis drinstehen und auch wenn sie kein Tätigkeitsverbot nachher dann auslösen, weil es eben keine der einschlägigen Straftaten ist, die zu einer Tätigkeit im Bereich der freien Jugendhilfe, der Arbeit am Kind dann eben nicht mehr erlauben, dass natürlich trotzdem ein Kita-Träger über die Sachen etwas befremdet sein kann. Und wenn es eine kommunale Einrichtung ist, dann kann sogar umso mehr darüber nachgedacht werden oder könnte der kommunale Träger darüber nachdenken, ob es hier an der Geeignetheit womöglich fehlt. Das heißt, beim erweiterten Führungszeugnis bitten wir zu bedenken, da können einfach mal Sachen drinstehen, die wir mal lieber nicht drin zu lesen haben. Und deshalb sollte eigentlich auch bei der Freizeitgestaltung ein bisschen mehr Vorsicht, angebracht sein.